Wir haben jetzt den dritten Tag hier im Streikcamp in Berlin. Am Montag hatten wir 600 Kollegen und Kolleginnen aus 80 Schulen hier. Gestern waren 500 Kolleginnen und Kollegen aus Grundschulen vor allem hier. Und heute haben wir die berufsbildenden Schulen. Das sind auch 80 Schulen, 600 Kollegen. Wenn Herr Nussbaum sich weiterhin weigert, einen Tarifvertrag abzuschließen, werden wir den Druck weiter erhöhen. Und dass die Kollegen hier sind und dass die Kollegen streiken und dass die Kollegen die Forderungen der Tarifkommission unterstützen, ist ein gutes Zeichen. Angestellte, Lehrkräfte müssen die Rechte haben, die einen Tarifvertrag haben. Und deswegen fordern wir tarifvertragliche Regelungen für die angestellten Lehrkräfte und natürlich auch Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Wir sollen uns einverstanden erklären als GEW, dass alle Kolleginnen und Kollegen, die in Prüfungen beteiligt sind, nicht zum Streik aufgerufen werden. Wir haben gesagt, das machen wir nicht als GEW. Wir rufen alle Angestellten auf. Alle Angestellten haben ihre tariflichen Rechte. Diese Notdienstvereinbarung wurde am Ende auch 5:12 Uhr nicht abgeschlossen. Wir haben gesagt, wir sind bereit, mit der Senatorin zu sprechen. Aber sie wollte nicht. Sie nahm dieses Gesprächsangebot nicht an. Das ist der Stand von jetzt. Wir streiken heute, wir machen eine Fahrraddemo, weil wir heute aufgerufen wurden von der GEW, für eine Eingruppierung, Tarifvertrag zu kämpfen und vor allem für die einsatzgerechten Arbeitsbedingungen. Tarifvertrag brauchen wir, weil es einfach ein Grundrecht ist, dass Leute, die Arbeitnehmer, eingruppiert werden in einem ordentlichen Tarifvertrag, wo vor allem über die Arbeitszeit und auch über die Art und Weise der Arbeit debattiert wird und ganz wichtig natürlich auch das Geld. Wir streiken heute, weil wir wollen, dass alle Lehrer in Berlin endlich gleich und gerecht bezahlt werden, dass es nicht die riesigen Unterschiede gibt zwischen Beamten und Angestellten. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist ein uralter Spruch und der wird überhaupt nicht beherzigt in der Berliner Schule. Und wir wollen bessere Arbeitsbedingungen. Zu viele Lehrer scheiden zu früh ausgebrannt aus. Ich habe erfahren müssen, wie man mit Lehrern umgeht. Ich fand es auch schmerzlich, dass die Kolleginnen und Kollegen sich das mit sich machen lassen. Wir hatten Einkommenskürzungen, Arbeitszeitverlängerungen. Und insofern bin ich auch nachtragend dieser Politik gegenüber und werde mich auch weiter im Kampf für Verbesserungen beteiligen. Gleich Geld für gleiche Arbeit, aber was heißt das eigentlich? Ein Beamter, der Pensionszahlungen bekommt, bekommt der Angestellte natürlich nicht. Und wir werden natürlich vom Nettogehalt her benachteiligt in der Form, dass wir erheblich weniger verdienen. Aber es geht gar nicht um die Spaltung der Kollegen, sondern viel eher um gleiches Geld für gleiche Arbeit für alle. Aber wir fordern auf jeden Fall erstmal Gerechtigkeit. In Tarifvertrag muss her, das ist doch ja nicht schwer. Die Beschäftigten, die stehen jetzt nur im Regen. Doch ihr steht nur immer da, wie Ochsen ziemlich stur. Ihr müsstet euch ein wenig mal bewegen. Und das Geld, das ringt, das schöne, schöne Geld. Alle für Vorbereitsträume, für BR und Opernhaus. Gibt er zig Millionen aus, Stadtschloss und die A100, alle scheuen.